Beginnen wir mit dem Paprika. Den Paprika schneiden wir, nehmen das Kerngehäuse raus, halbieren ihn, so. Dann etwas Sesamöl auf ein Blech, Salz, Pfeffer, legen den Paprika drauf, etwas Rohrzucker und etwas Zitronenthymian. Währenddessen heizen wir den Ofen vor auf 230 Grad und schieben den Paprika dann 10 Minuten, bis die Haut langsam schwarze Punkte erreicht. Um jetzt die Haut abzuziehen, gibt es einen kleinen Trick. Man nimmt einfach ein Krepptuch mit eiskaltem Wasser und legt es drüber. Das ist wie, es schockt jetzt und die Schale kann man dann ordentlich abziehen. So, kommen wir jetzt zum Kichererbsenhumus, dem Paprika. Haben wir die Haut abgezogen und schneiden ihn jetzt klein. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de